So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu ÖBSV im Gespräch. Mein Name ist Matthias Koster und ich begrüße euch live aus dem Büro des Österreichischen Behindertensportverbandes in der Brigittenauerlände in Wien. Das Thema der heutigen Sendung ist Fußball. Ja, aber zuerst noch, was ist ÖBSV im Gespräch? Das ist eine Gesprächsreihe, wo wir Experten zu den verschiedenen Themen rund um den Behindertensport bei uns zu Gast haben und ihnen Fragen stellen bzw. Diskussionen anzetteln oder einfach einen Gedankenaustausch zu den verschiedenen Facetten aus unserem Verbandsleben. Und dazu auch gleich, wir wollen gerne, dass ihr Zuschauer und Zuschauerinnen teilnehmt und bitte stellt Fragen in den Chat. Richtet Nachrichten aus. Wir freuen uns, wenn alle mit partizipieren. Wie angekündigt, das Thema des heutigen Tages ist Fußball, vom Anstoß bis zum Elfmeterschießen. Und wir werden euch einfach die Sparten oder die verschiedenen Sparten im österreichischen Behindertensportverband vorstellen, beziehungsweise die verschiedenen Ausübungsmöglichkeiten des Behindertenfußballs nahebringen. Ich freue mich sehr über diese Runde. Ich selbst bin ja Fußballer, das ist ja kein Geheimnis. Habe auch mein Fußball-Outfit von meinem Verein, den SC Pölksensdorf, an. Und ich freue mich sehr, meine Trainerkollegen heute hier begrüßen zu dürfen. Es sind ja doch alle irgendwie Trainer, ein Spieler haben wir. Als erstes darf ich begrüßen aus Linz den Florian Schneeberger. Der Flo ist Sportwissenschaftler. Er ist Fachreferent für Fußball im Mentalbehindertensport. Er ist im Kompetenzgremium im Mentalbehindertensport, ist er Fachrat und Vorsitzender, Stellvertreter und natürlich, er ist auch als Trainer tätig, sehr erfolgreich beim Serienmeister des BSV BBRZ Linz. Hallo Flo, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. So, ich darf begrüßen weiters unseren Spielervertreter heute hier, Michi Kiefler. Michi Kiefler ist E-Rolli-Fußballspieler bei den Askö Thunder Eagles und ein Nationalspieler aus der nationalen Auswahl und er ist auch der Referent für E-Rolli-Fußball im Kompetenzgremium für Amputierten- und Rollstuhlsport. Michi, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo, guten Abend. Hallo. Dann darf ich begrüßen unseren Referent für Blindenfußball des Kompetenzgremiums im Blindensport, Joe Steinlechner, also Josef Sebastian Steinlechner, von allen Joe genannt. Joe ist eben, wie gesagt, unser Mann für den Blindenfußball. Er ist der Trainer, er ist der Referent, er ist manchmal der Torwart, manchmal der Guide, zum Trainieren ab und zu auch mal selbst das Spiel im Einsatz und zusätzlich ist er noch Sportpsychologe. Joe, schön, dass du hier bist. Hallo, danke. Hallo, servus. Ganz herzlich in dieser Runde darf ich den Leo Vasile begrüßen. Leo ist Trainer, seit 3 Stunden ist er staatlich geprüfter Trainer. Leo, ganz herzliche Gratulation dazu. Leo ist zudem auch noch einer unserer berühmtesten und meisten und sehr viel einsatzfähiger und viel versierter Trainer. Er ist Trainer der Askö Thunder Eagles, der E-Rolli-Fußball-Nationalen Auswahl und zudem noch Trainer der Special Violets der Austria Wien. Keine Applaus, Leo. Danke, hallo. Danke für die Einladung. Schön, dass du hier bist. Und last but not least, ich darf aus dem schönen Lavamünd, aus dem schönen Kärnten, den Herrn Reinhold Erdler begrüßen. Reinhold ist der Obmann des SV Lavamünd. Was es damit auf sich hat, mit diesem kleinen gallischen Dorf oder Kerndorf aus dem Lavantal auf sich hat, werden wir euch dann noch im Laufe der Sendung verraten. Reinhold ist aber zudem auch noch Co-Trainer der CP-Fußball-Nationalen Auswahl. Reini, schön, dass du es auch hergeschafft hast. Servus und danke für die Einladung. Bin gerne dabei. Sehr gut. Den Anstoß heute macht unser Dienstälteste hier, nämlich der Florian. Florian, in deiner Vorstellung haben wir gehört, dass du sehr viele Funktionen im Kompetenzgremium für Mentalbehindertensport besetzt oder inne hast. Ja? Könntest du uns erklären, was ist denn ein Kompetenzgremium überhaupt? Was kann man sich darunter vorstellen und was macht ihr alles?
Ja, hallo einmal an alle Zuseher und Zuhörer. Ja, das ist natürlich eine gute Frage und eine Frage, die ja, ein bisschen Zeit beansprucht, schätzungsweise. Aber wir werden natürlich versuchen, das jetzt einmal so gut wie möglich zu beantworten. Also wir vom Kompetenzgremium Mentalbehindertensport sind in erster Linie mal Ansprechpartner oder auch eine ja, Servicestelle für Sportinteressierte. In unserem Fall eben für Sport, für oder mit mentalbehinderten Menschen. Wir dienen als Ansprechpartner für Schulen zum Beispiel, für Vereine, für Verbände, für Eltern und natürlich auch für Sportlerinnen und Sportler mit mentaler Beeinträchtigung. Ja, was machen wir alles im Kompetenzgremium? Das sind sehr, ja, sehr vielfältige Tätigkeiten. Wir führen zum Beispiel Sportwochen durch, unsere Sommersportwoche in Maria Alm oder die Wintersportwoche in St. Anton. Wir haben Sportcamps und führen auch Workshops durch. Wir sind an Aus- und Fortbildungen beteiligt. Zum Beispiel führen wir vom Kompetenzgremium Mentalbehindertensport die Übungsleiterausbildung durch, auch in Maria Alm ist die zum Beispiel. Oder wir sind auch als Referenten beteiligt bei der Instruktorenausbildung. Auf nationaler Ebene sind wir bei der Entwicklung von Regelwerken für die verschiedensten Sportarten beteiligt oder entwickeln auch diese und sprechen die dann in der Sportkonferenz ab. Führen auch zum Beispiel neue Sportklassen ein. In jüngster Vergangenheit ist zum Beispiel die Klasse der Down-Syndrom-Sportler aufgenommen worden bei den verschiedensten Meisterschaften in Österreich. Und ja, das sind einmal so unsere Kernaufgaben. Wir sind natürlich auch immer bestrebt, in den verschiedensten Sportarten des ÖBSV oder in unserem vor allem speziellen, eben für mental beeinträchtigte Sportler, österreichische Meisterschaften durchzuführen, da mit Vereinen Kontakt aufzunehmen und diese zu entwickeln oder auch neue aufzunehmen, wenn dies erforderlich erscheint und das auch immer in Absprache natürlich mit der Sportkonferenz. Wir sind da international bestrebt, dass wir mit unserem Weltverband, der Virtus, immer wieder Kontakt haben, dort die Sportentwicklung, die internationale oder die weltweite verfolgen, sind da an Klassifizierungen auch beteiligt, national, im ÖBSV wie auch international versuchen wir dann, wenn eine Sportlerin oder ein Sportler eine internationale Karriere anstrebt, eben da die Klassifizierungen durchzuführen und mitzuhelfen und das zu organisieren. Und ich glaube, das war jetzt so im Groben umrissen, was ein Kompetenzgremium in unserem für mental beeinträchtigte Menschen im ÖBSV tut eigentlich. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Flo. Ich tue dazu noch kurz den Facebook-Chat vorlesen, nämlich der Patrick Sautner grüßt alle, richtet allen schönen guten Abend aus. Und auch unser aus Vorarlberg meldet sich unser der Präsident des Vorarlberger Behindertensportverbandes, Edgar Meyer, der euch allen liebe Grüße schickt. Flo, das heißt, der KGM ist einfach zuständig für alles, was rund um den Sport für Menschen mit Mentalbehinderungen ist. Also von Skifahren, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis, die ganze Palette und natürlich auch Fußball. Wie steht es denn da rund um das Leder im KGM? Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass Fußball eine der ältesten, unter Anführungsstrichen, Sportarten im ÖBSV oder im KGM ist. Und hat eine sehr lange Tradition und nimmt bei den Vereinen im ÖBSV oder bei den Vereinen, die mit mental Beeinträchtigten arbeiten oder Sport betreiben, einen sehr wichtigen Stellenwert ein. Man kann, glaube ich, generell einmal so festhalten, dass der Fußball die Massen mobilisiert. Erstens braucht man mal für eine Fußballmannschaft schon einige Spieler und Spielerinnen und Fußball, ja, ist einfach lustig und macht Spaß und da findet jeder schnell einen Zugang oder viele Sportlerinnen und Sportler einen schnellen Zugang zu Fußball. Wir zum Beispiel bei uns im Verein dient der Fußball auch ein bisschen der Talentsichtung, also für andere Sportarten auch. Fußballer ist ja von den koordinativen Fähigkeiten sehr anspruchsvoll. Man sieht gleich, ob er schnell laufen kann, ob er weit springen kann, ob er sehr wendig ist, ob er einen guten Einwurf hat, vielleicht kommt er für eine Wurfsportart in der Leichtathletik in Frage. Und wir sichten jetzt auch zum Beispiel, und so erzählen es mir auch viele Trainer von anderen Vereinen, findet man auch Talente für andere Sportarten, die dann auch im ÖBSV angeboten werden oder in den Vereinen angeboten werden. Und somit hat eigentlich der Fußball seit jeher einen sehr hohen Stellenwert bei den verschiedensten Veranstaltungen, die man im Fußball die letzten Jahre oder Jahrzehnte gehabt haben, sind immer weit mehr als 100 Teilnehmer eigentlich zugegen. Und das zeigt eigentlich schon die Größendimension der Sportart Fußball. Ja.
Ja, wunderbar. Dazu würde ich gern ein Stichwort geben. Ihr habt ja in den letzten Jahren so eine Hallenmeisterschaft gemacht, wo ihr da mit einem Verein kooperiert habt, die ja sehr erfolgreich gelaufen ist. Und vielleicht kannst du uns ja kurz das dazu erzählen. Während ja, gerne. Ein Foto dann einblende. Ja, ja zur Halle, also generell zum Hallenfußball kann man sagen, dass die erste Hallen-WM 2008 stattgefunden hat. Das war die erste war in Linz und danach sind wir nach Schärding gewechselt und das war ein sehr traditionsreiches Turnier, auch immer international besetzt. Es sind Mannschaften aus Polen ganz in den Anfängen gekommen oder auch aus Deutschland bis zum Schluss. Und die Hallen-ÖM ist also regelmäßig jetzt seit 2008 in Schärding durchgeführt worden. Dort hat es dann einmal eine Umbauarbeit gegeben und die Halle war gesperrt. Und wir waren auf der Suche auch nach einem neuen Austragungsort und neuen Partnern auch. Und ja, wie es der Zufall oder das Schicksal so wollte, haben wir Kontakt gehabt mit einem Verein, dem ASK Ebelsberg. Das sind mittlerweile sehr gute Freunde vom BSV BBRZ Linz, also von uns, also von meinem Verein jetzt, aber natürlich auch vom Behindertenfußball an sich. Und die haben dann eigentlich angeboten, ein Turnier für beeinträchtigte Menschen durchzuführen. Und ja, das hat riesig eingeschlagen in Ebelsberg. Also wir haben viele Mannschaften da gehabt, haben in zwei Ligen gespielt. Und ja, also eigentlich eine sehr schöne inklusive Geschichte oder ein schönes inklusives Turnier, wo ein nicht behinderten Fußballverein oder genereller Verein ein Turnier für beeinträchtigte Menschen durchgeführt hat. Ja. Wunderbar. Wir haben das Stichwort fallen lassen, BBRZ Linz. Da bist du ja als Trainer tätig. Vielleicht kannst du uns ja dein Team einmal kurz vorstellen auch. Ja, mein Team ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben mehrere Teams. Also, wie schon gesagt, bei uns ist der Fußball hat einen sehr hohen Stellenwert. Ist ein Einstiegssport dort. Wir betreuen jetzt bei uns im Verein drei Mannschaften und ein Kinder- und Jugendteam. Also wir haben in einem Training oft 30 bis 40 Sportlerinnen und Sportler, die da den Fußballsport frönen. Ist eigentlich unsere größte Sektion und auch eine der wichtigsten Sektionen für unseren Verein. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, außer dass der Fußballsport bei uns einen großen Stellenwert hat. Viel Arbeit, viel Trainerarbeit erfordert, viele fleißige Hände. Damit man das Ganze organisiert und immer wieder die Trainings auch durchführen kann und erfordert viele zeitliche und räumliche Ressourcen, das Ganze. Ja, ja, wunderbar. Während du da sprichst, ich habe da ein Foto von eurem Team eingesprochen, also von euren drei Teams sind da, glaube ich, drauf. Also BBRZ 1, 2 und 3 in Gelb, in Grün und in Weiß. Das ist ein sehr schönes Foto. Das letzte, ich meine, du hast ja irgendwie angesprochen, es sind viele helfende Hände, es sind viele Trainer, die dabei sind. Da bitte ich dich jetzt auch nochmal, den Trainerhut aufzusetzen. Und worauf trainiert ihr denn hin? Also was sind so die Ziele, eure Schwerpunkte? Also worauf schaut ihr denn im mental behinderten Fußball? Ja, in erster Linie, natürlich hat man ich habe selber Fußball gespielt und bin begeisterter Fußballer gewesen. In erster Linie haben natürlich auch unsere Sportlerinnen und Sportler das Ziel, dass man an Wettkämpfen teilnimmt, sei das an Turnieren, sei das an Freundschaftsspielen, sei das jedes Match zählt einfach für unsere Sportlerinnen und Sportler. Und auf das trainiert man natürlich hin. Eines unserer größten Ziele ist natürlich immer schon gewesen, die österreichische Meisterschaft im Kleinfeldfußball. Man spielt da mit 5 Feldspielern und einem Turmer und die gibt es seit 1993 übrigens, also das ist eine sehr, sehr lange oder lang gediente Sportart im ÖBSV. Und auf das haben wir eigentlich immer, das war immer unsere große Zielsetzung, dass wir da mit 2 oder 3 Mannschaften teilnehmen und dort an einem gepflegten, ansprechenden Kombinationsfußball zu zeigen. Das war immer unser und ist auch immer noch unser großes Ziel. Als Trainer ist es mir halt persönlich jetzt immer besonders wichtig, jeden Sportler oder jeden Fußballer oder Fußballerin mit seinen Möglichkeiten oder in seinen Möglichkeiten zu fördern. Das sei einmal eine gepflegte Annahme, eine gute Ballannahme, ein gutes Passspiel. Und
das Allerwichtigste ist immer nur, dass die Sportlerinnen und Sportler gern ins Training kommen und dass er Freude und der Spaß an der ganzen Sache hat. Bei allen ehrgeizigen Zielen ist es immer nur das Wichtigste, glaube ich, dass man mit Freude in ein Training kommt, dass es Spaß macht, dass man seine Freunde hat, dass man soziale Interaktionen hat und ja, jeden eigentlich bestmöglich fördern und in die Gruppe integrieren und dass sich alle rundum wohlfühlen im Training. Wenn man das, glaube ich, als Trainer schafft, dann, glaube ich, hat man viel erreicht. Amen, amen. Da unterstreiche ich, da unterschreibe ich drunter. Super. Bro, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich darf dir ein paar Grüße aus dem Facebook vorlesen. Also ich glaube, die Australier melden sich da gerade zu Wort. Sebastian Gruber und Thomas Groß, beide sagen Hallo und Grüße an alle. Hallo Jungs. Und auch der Philipp von der Käfig League, der richtet uns allen schöne Grüße aus und dazuschauen. Wir kommen nun zum Parkett des E-Rolli-Fußballs. Lieber Michi, ich nehme an, wir haben heute Zuschauer und Zuschauerinnen, die möglicherweise noch nie irgendetwas von E-Rolli-Fußball gehört haben und sich eventuell nicht wirklich was darunter vorstellen können. Kannst du so nett sein und uns erklären, was ist E-Rolli-Fußball, wie funktioniert es, wer spielt das? Bitte erzähl uns ein bisschen was dazu. Also wie E-Rolli-Fußball schon sagt, man braucht einen E-Rolli dazu. Also man beginnt meistens mit den ganz privaten, was man hat, zum Reinspielen, wie man halt sich fühlt darin, Ballkontrolle. Aber um den Ball eben zu kontrollieren, bekommt man um die Füße herum ein Gitter. Anfangs noch ein Plastikgitter, das was dann später zu einem Metallgitter wird, damit man eben mehr Kraft am Ball bringt. Ja, und ein Ball, der ist halt größer als ein normaler Fußball, er hat 33 cm Durchmesser. Das ist schon mal die Grundausstattung, um spielen zu können. Und spielen kann es jeder, egal ob männlich, weiblich, ab 6 Jahren aufwärts bis, boah, ich weiß gar nicht, wie alt unser ältester Spieler ist, an die 70 fast. Ja, und man spielt halt in ein Team. Es besteht aus 8 Leuten, davon dürfen 4 am Feld spielen, 1 am Tor, 3 am Feld. Und eine Halbzeit dauert 20 Minuten, 2x 20 Minuten wird gespielt. Ja, wie man auf den Fotos schon sieht eben, so schaut das dann aus. Die Größe von einem Feld ist circa wie ein Basketballfeld groß. Ja, und man beginnt halt dann eben mit Trainings, wo man halt die Ballkontrolle lernt, damit man den Ball führen kann. Durch Drehungen schießt man den Ball. Ja, und umso dann teurer es wird halt mit den Rollstühlen, wird es halt dann noch schneller, das Spiel. Genau. Ja, du und wie, ich meine, auf dem Foto sieht man einen Spieler, glaube ich, in blau-weiß, das dürfte ein... Aus Finnland ist er. Ein Spieler aus Finnland und hinten sieht man auch einen Haufen Fahnen. Also wie steht es denn da weltweit um die Sportart? Also weltweit, also Amerika ist natürlich führend. Also es wird circa seit 1970 gespielt. In Europa war eben Frankreich so der Beginn mit England ist dann später dazugekommen. Aber mittlerweile, glaube ich, in Europa sind es 15 Länder, die was mittlerweile spielen. Und weltweit, puh, müssten, glaube ich, über 20 sein, 25 oder mehr sogar 25, ja. Es gibt halt eigentlich in jedem Land, also jede Nation so gesehen, jeder Kontinent hat schon Teams. Ja, es gibt auch... Mich und diese Teams, die spielen, das kann man sich vorstellen, die spielen ihre nationalen Meisterschaften, die spielen Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter. Ja, genau. Also es ist auch im Vierjahresrhythmus eigentlich die Weltmeisterschaft und die Landesmeisterschaften, also die wie heißt man das, also Europameisterschaft zum Beispiel. Ja. Du, und in Österreich? Ja, in Österreich, also es begann eigentlich vor 2013 war so der Startschuss so dafür. Ja, ich bin dazugekommen, weil ich Sport machen wollte und habe nach einer Sportart gesucht und ich kannte nur E-Hockey und bin dann an den ÖBSV, habe ich mich gewendet und mit der Matthias zurückgeschrieben, Hockey ist in Wien ganz schlecht, so spielst du in Vorarlberg, aber wir hätten gerade Fußball am Start, wie wäre es damit? Ja. Dachte mir, ja, schaue ich es mir an und war dann voll begeistert eigentlich damit soweit. Und seitdem hat sich halt seit 2013 viel entwickelt.
Also wir haben in Wien begonnen mit der Schule, Hans-Radl-Schule. Dann kamen die Erwachsenen dazu, die was dann am Abend trainiert haben. Dann kam Linz dazu, Burgenland und jetzt zum Schluss ist die Steiermark am Start. Ja, und wir haben halt auch seit 2017 eine Liga, haben so jährlich einen Otto-Bock-Cup gemacht und seit 2 Jahren haben wir auch den Players-Cup eingeführt. Das ist sehr interessant, weil da spielen erfahrene Spieler mit ganz neuen Spielern, um Spaß zu haben. Ja, das hat eigentlich jedem super gefallen alles. Ja, wunderbar. Du, und wie ist das? Jetzt hast du es mir mal national beschrieben. Ihr habt eine Liga, da spielen diese Meisterschaften, jetzt den Players Cup, da werden Spieler ausgelost am Tag. Und Zwischenzeit blende ich da ein Foto ein von den Anfängen von der E-Rolli-Fußballfamilie. Wie ist das speziell international auch? Habt ihr da schon ein paar Erfahrungen sammeln können? Also es gibt eine nationale Auswahl. Die kam das erste Mal quasi beim ersten Otto Bock Cup zusammen, aber so richtig 2016. Das war damals ein Development-Turnier in England, wo wir die ersten internationalen Erfahrungen mit dem quasi Nationalteam sammelten. Und 2019 waren wir das erste Mal bei der Europameisterschaft in Finnland dabei. Und ansonsten gibt es noch für die Vereine so internationale Turniere wie in Deutschland Rheinsberg Cup oder Genf oder Champions Cups. Ja, ja, ich blende da ein Foto von der nationalen Auswahl in Finnland ein. Wie ist es euch dort ergangen? Finnland war ein super Abenteuer. Es traten 7 Nationen teil. Die 8 hat es leider nicht finanziell geschafft, weil das doch eine sehr, sehr große Herausforderung ist, finanziell das Ganze aufzustellen. Und am Ende wurden wir von den 7 Teams, haben wir es geschafft, nicht Letzter zu werden, sondern Sechster zu werden und sind ganz knapp 2-1 haben wir das letzte Spiel leider verloren. Sonst hätten wir sogar noch geschafft, das WM-Ticket zu lösen. Mit dem 5. Platz, ja. War knapp. Nächstes Mal dann. Dann ist ja, wie für uns alle, ist dann die Pandemie gekommen und ja, und die hat euch ja sehr hart betroffen, also hart getroffen. Wie haltet ihr euch am Ball? Was macht's denn ihr euch? Ja, wie haltet ihr euch am Ball jetzt? 2020 war der große Einbruch leider. Es gab nur wenige Trainings im Sommer, die was zugelassen worden sind, aber jetzt seit November gibt es gar keine Trainings mehr und wir haben halt beim ersten Lockdown damals versucht, mit dem Leo gemeinsam so Taktik Zoom-Meetings aufzustellen, damit ein bisschen die Leute dranbleiben. Dann beim zweiten Lockdown, beim harten seit November, haben wir dann versucht, über Zoom internationale Meetings zu machen, wo wir Vereine aus aller Welt eingeladen haben, die was uns erzählt haben, wie es bei ihnen so läuft, die Trainings, die Teams, die Spiele, was sehr interessant war, viele Erfahrungen gesammelt, ja. Und da wir noch immer nicht wissen, wann wir wieder zurück können in die Halle, haben wir jetzt wieder begonnen, damit die Community am Ball bleibt, einen interaktiven Workshop auszudenken, wo von jedem Team ein Spieler ist, mit den anderen gemeinsam, also zu viert dann sind sie, und Taktiken vorstellen den anderen, was sehr interessant ist, weil sich die Leute halt zusammenraufen müssen und gemeinsam eine Taktik präsentieren müssen. Ja, ja, es ist ein hartes Los. Also wir hoffen, dass ihr wirklich sehr bald wieder beginnen könnt, aber das ist ja kein leichtes Unterfangen. Michi, zum Abschluss würde ich dich bitten, noch einmal deinen Spielerhut aufzusetzen und uns zu erzählen, was gibt denn dir der Sport? Mir gibt der Sport sehr viel. Also für mich ist es für den Körper irrsinnig wichtig, weil du aktiv bleibst, damit deine Muskeln nicht weiter abbauen so schnell. Ja, die Lockdowns merkt man leider, dass das ziemlich hart wird. Und wenn man dann wieder zurückkommt, sich an die ganzen Geschwindigkeiten, also die Rollstühle fahren ja 10 km/h und durch die Drehung ist es noch schneller, dass sich der Körper daran gewöhnt, aber ansonsten ist es halt für mich auch das Soziale. Ich habe sehr viele gute Freunde kennengelernt durch den Fußball.
mit dem man auch privat dann was macht und dann macht es noch mehr Spaß, dann gemeinsam am Feld zu stehen. Es ist auch der Ausgleich zum Alltag, zur Arbeit einfach, tut irrsinnig gut. Und was mich am meisten freut, ist dann immer diese internationalen Abenteuer, die was man dann mit dem Team beschreitet. Da erlebt man so viel, zum Beispiel von Genf, wo man dann nach 12 Stunden Zugfahrt ankommt endlich und dann sagt, oh, die Zimmer sind nicht barrierefrei. Ja. Oder Rheinsberg, wo wir mit dem Bus von Wien nach, das ist oberhalb Berlin, gefahren sind, über Nacht, was auch einfach die Gemeinschaft und das schweißt halt die Leute zusammen. Das ist irrsinnig schön und auch die internationalen Abenteuer mit dem Nationalteam, so von England damals, wo wir dann ja irgendwo abseits weit weg gewesen sind und geschaut haben, quasi selber müssten Frühstück machen und einfach mit den Leuten Spaß zu haben, rauszukommen. Das ist halt schon wichtig auch, das Ganze. Also es macht mir immer wieder Freude und hoffe, dass bald wieder losgeht, das Ganze. Ja, wunderbar, wunderbar. Der Sport schreibt seine Geschichten, gell? Und wir hoffen, die Geschichte geht im Ögolli-Fußball sehr, sehr bald weiter. Michi, dir vielen Dank. Ich lese inzwischen nochmal vom Facebook vor, der Patrick Sautner schreibt uns nochmal, unser Capitano vom Bad Fußball und von Rapid schreibt, das ist eine tolle Geschichte. Und der Manuel Wu aus Kärnten, also richtet euch schöne Grüße aus Kärnten und schreibt, das ist eine tolle Arbeit, die ihr da macht. Ja, vielen Dank. So, jetzt kommen wir zum Verantwortlichen des jüngsten Kinds in der Runde. Jüngsten Kinds sage ich, weil Blindenfußball ja in Österreich doch relativ jung ist. Ich würde den Joe bitten, dass er uns einen kurzen Exkurs in die Welt des Blindenfußballs gibt. Und bitte bedenke, wir haben hier möglicherweise Leute, die, die keine Ahnung haben, was Blindenfußball überhaupt ist. Gerne. Also Blindenfußball ist eine wirklich ganz besondere Sportart, ich meine, wie die meisten hier. Aber beim Blindenfußball, was den besonders auszeichnet, wie der Name schon sagt, spielen blinde Personen Fußball. Der Sport lebt aber vor allem von der Zusammenarbeit von Sehenden und Nichtsehenden, also von den nichtsehenden Athleten und den sehenden Betreuern. Das Spiel wird gespielt 4+1, also 4 Feldspieler und ein Tormann, eine Torfrau, gegen 4+1 und das ist ein Feld, das 40 mal 20 Meter groß ist, also ungefähr ein Drittel von einem Fußballfeld. Und das Feld hat auf der Seite Banden und der Ball, das ist ein größer Vierball, also etwas kleiner als ein regulärer Fußball, der hat Klingeln drinnen, das ist ein genannter Klingelball und dadurch können die Spieler den Ball hören, wenn er sich am Spielfeld herumbewegt. Genau, da ist gleich ein Bild. Genau, das sieht dann zum Beispiel so aus, da sieht man zum Beispiel die 4 Feldspieler stehen in einer Mauer, da war gerade ein Freistoß und der Tormann, der sieht eben. Was den Tormann auszeichnet, ist auch, dass er seinen Torraum nicht verlassen darf. Er hat aber zusätzlich die Aufgabe, den Verteidigern Anweisungen zu geben. Also er ist sozusagen die Augen der Verteidiger und dafür gibt es auch hinter dem Tor, sieht man da auch von uns in einer Jacke jemanden stehen, das ist der Torguide, der ruft dann den Spielern zu, sagt ihnen zum Beispiel, es sind drei Verteidiger direkt vor dir, zieh nach rechts, links, solche Informationen. Genau, und das Ziel ist klar, wie bei jedem anderen Sport, bei jedem anderen fußballartigen Spiel auch, man muss den Ball ins Tor bringen. Gespielt wird 2x20 Minuten, reine Nettospielzeit und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, sehr grob zusammengefasst. Ja. Und wer spielt das? Also wo wird das gespielt? Wie sieht es denn aus? Wie kommt man drauf, dass man als blinder Mensch Fußball spielt? Wenn ich sage das jetzt sehr provokant, aber bitte. Also gespielt wird es in Österreich derzeit, wird leider nur in Wien trainiert. Wir haben aber Athleten und Athletinnen aus mehreren Bundesländern. Mit zum Beispiel den Paulin, der reist jedes Mal aus Innsbruck zu den Trainings an. Sonst haben wir auch aus Salzburg, Oberösterreich, also unsere Athletinnen sind in Österreich verteilt. Weltweit ist es so, dass es eigentlich die klassischen Fußballnationen sind. Also vor allem in Südamerika wird sehr viel gespielt. Brasilien und Argentinien sind die weltweit besten Teams. Es wird auch in Asien immer populärer. Also gerade Japan und China haben wirklich sehr starke Teams. In Australien gibt es zum Beispiel jetzt überhaupt erst eine Auswahl. In Nordamerika ist es auch ganz, ganz neu. Also die USA hat da auch noch kein Team.
Und in Europa gibt es derzeit ungefähr 20 Nationen, die eine Auswahlmannschaft haben. Nationale Ligen gibt es eigentlich in den wenigsten Ländern. Da gibt es, soweit ich weiß, jetzt 5. Da gibt es Spanien, Frankreich, Deutschland, England und Russland. Ansonsten gibt es, Entschuldigung, und Italien. Italien gibt es auch, also 6. Also in Europa wird es nicht so viel gespielt noch. Du, und wie ist es bei uns hier in Österreich und wie bist denn du dazu gekommen überhaupt? Also bei uns in Österreich gab es immer wieder Versuche, Blindenfußball zu starten. Ich bin ein Resultat des jüngsten Versuchs. Da gab es vor ungefähr 4 Jahren einen Trainerkurs in Wien. Das hat damals, da bin ich von dir sogar eingeladen worden. Bin dann dabei geblieben und habe das dann, weil mich gleich von Anfang an in die Sportart verliebt, vor allem auch die Athleten und Athletinnen sind wirklich super. Also hat es gleich von Anfang an geklickt und wir haben uns alle super verstanden. Und das war eben vor ungefähr 4 Jahren, da habe ich das dann übernommen. Seitdem geht es bei uns wirklich rasant bergauf, muss man sagen. Also wir konnten immer mehr Erfahrungen sammeln, wir konnten auch an internationalen Turnieren teilnehmen. Unser größter Erfolg war sogar, dass wir, obwohl es uns, wie gesagt, 4 Jahre gibt es die Sportart überhaupt in Österreich, das heißt, das Team an sich gibt es vielleicht knapp über 3 Jahre, da haben wir unser erstes Spiel gespielt und wir konnten schon zum Beispiel in Italien auch ein Turnier gewinnen, wo zum Beispiel Schalke 04 und AS Rom dabei waren, was natürlich ein ganz toller Erfolg ist, wenn man gegen Mannschaften gewinnt, die einfach schon länger zusammenspielen, als es das eigene Team überhaupt gibt. Und ja, wir haben auch an der Zentraleuropäischen Blindenfußballliga teilnehmen können, haben auch an diversen Turnieren, an diversen anderen Turnieren gespielt, sei es in Deutschland, in Italien, in Tschechien, Polen. Also wir sind schon sehr viel unterwegs gewesen. Ja, und ich hörte, also ihr seid zwar viel unterwegs, aber ich hörte auch von sehr viel Frauenpower im Blindenfußball. Genau. Vielleicht dazu noch ein paar Worte. Genau, dazu wollte ich gerade kommen. Wir sind auch insofern für den Frauenblindenfußball Geschichte geschrieben. Wir sind nämlich das erste Team in Europa, die erste Nation in Europa, die ein Frauenteam hat. Das ist ein Foto damals, das wurde auf der Website von der UEFA über uns gepostet. Da wurde auch ein Artikel geschrieben und haben eben diesen Herbst die erste Frauenmannschaft gegründet. Wir haben auch in der Mitte über mir sieht man die Bettina, das ist unsere Kapitänin, also auch von unserer geschlechtlich gemischten Mannschaft. Die ist auch offiziell der erste weibliche Kapitän, also die erste Kapitänin bei einem offiziellen Event von der IPSA, von der Internationalen Blindensportvereinigung gewesen. Man sieht auch ganz prominent unseren Sponsor Audio 2 also und das ÖBSV-Logo auf den Trikots. Man muss auch wirklich dazu sagen, dass die Entwicklung, die in den letzten Jahren, wie es sich entwickelt hat, das wäre alles nicht möglich gewesen, einerseits ohne die großartige Unterstützung vom ÖBSV und andererseits auch ohne die wirklich großartige Unterstützung von Audio 2, die uns da das ermöglicht haben, auch zum Beispiel an den diversen Turnieren teilzunehmen. Ja, wunderbar, Joe, vielen Dank. Ihr wurdet ja vor kurzer Zeit zu einer nationalen Auswahl befördert quasi. Und diesen Samstag steigt sie ja wieder ins Training ein, unter striktesten Präventionsmaßnahmen mit Testungen und also sehr viele Formulare, die man da ausfüllen müssen. Aber was habt ihr in nächster Zeit alles so vor? Was steht denn an? Bis jetzt das aufregendste Jahr auf uns zu. Zum einen die ganz großen Neuigkeiten, da wird es auch sehr bald auf der ÖBSV-Webseite was zu lesen geben, ist, dass wir ab heuer, also diese Saison, bei der deutschen Bundesliga mitspielen werden. Als erste ausländische Mannschaft überhaupt dürfen wir da mitspielen. Wir treten an als BSV 1958 in Ehrung des Gründungsjahres des ÖBSVs. Wir nehmen auch teil an dem IPSA Challenge Cup. Das ist ein Turnier in Schweden, wo wir die Ambition haben, das Turnier zu gewinnen, muss ich auch dazu sagen. Und in weiterer Folge ist auch geplant, im Herbst an der B-Europameisterschaft teilzunehmen. Die findet in Rumänien statt. Das ist auch einer der Hauptgründe für die nationale Auswahl, damit wir uns für die nächstjährige Europameisterschaft qualifizieren können. Wir haben aber natürlich national auch große Ziele. Die sind jetzt vielleicht nicht so unmittelbar,
weil, wie du schon gesagt hast, es sind ganz, ganz strikte Präventionsmaßnahmen notwendig, damit wir überhaupt trainieren dürfen. Wir wollen aber natürlich neue Spielerinnen und Spieler willkommen heißen. Und dann zum Beispiel ein großer Traum von mir wäre es, dass wir mal eine österreichische Meisterschaft abhalten können. Das ist ein Ziel, das aber natürlich jetzt gerade, wenn neue Spielerinnen und Spieler nicht trainieren dürfen, weil die noch nicht Teil vom Kader sind, große Zukunftsmusik. Ein großer Traum ist es auch, an der Frauen-WM teilzunehmen. Wir haben ja, wie gesagt, das erste Team gegründet. Diese Frauen-WM sollte auch heuer im November in Nigeria stattfinden. Ich sage mal vorsichtig, dass es sollte sehr stark unterstrichen werden sollte, weil das mit der derzeitigen Situation und vor allem, wenn man sich anschaut, wie sich es gerade dort politisch entwickelt, ich es eher für unwahrscheinlich halte. Dementsprechend gibt es dann die nächste WM für Frauen 2023. Und als gemischtes Team, beziehungsweise als unser geschlechtlich gemischtes Team, wäre es natürlich auch ein großes Ziel, einmal an einer A-Weltmeisterschaft teilzunehmen oder wer weiß, vielleicht in etlichen Jahren mal bei den Paralympics Luft zu schnuppern. Das wäre natürlich ein Lebensziel, von dem man zumindest mal träumen darf, sage ich. Ja, schöner Traum. Ich sage dazu Weltklasse. Ja, also das wäre ja sehr schön, wenn das gelingen würde. Und wir wünschen euch natürlich alles Gute und viel Erfolg für euren Werdegang dann. Und eine Frage hätte ich auch noch an dich. Und zwar von all deinen vielen Hüten bitte ich dich jetzt, den Trainerhut aufzusetzen und uns zu sagen, worauf schaut man denn als Trainer besonders im blinden Fußball? Was sind denn so deine Schwerpunkte und Inhalte? Ich meine, prinzipiell ist es, glaube ich, wie für jeden Trainer, wenn man eine Mannschaft hat, es gibt einfach Teamfaktoren, die extrem wichtig sind. Da geht es eben um Zusammenhalt, Teamgeist, Motivation. Da sind wir wirklich im blinden Fußball sehr gesegnet. Also wie gesagt, ich habe vorhin den Pauline angesprochen, der aus Innsbruck anreist für die Trainings und wieder zurückfährt. Das ist aber nicht der Einzige. Wir sind wirklich sehr motiviert, die ganze Truppe. Wir haben es jetzt auch geschafft, trotz der ganzen Situation zweimal die Woche Online-Trainings zu machen, wo wir eigentlich schon bei der großen Herausforderung sind des Trainerdaseins im blinden Fußball, nämlich die sprachliche Genauigkeit. Es ist anders als jetzt zum Beispiel beim klassischen Fußball, dass man Übungen vorzeigt, dass man sagt, das mach so oder so. Es geht halt darum, dass du wirklich mit deiner Sprache ganz gezielt und präzise arbeitest und den Spielerinnen und Spielern vermittelst, wie die Übung durchzuführen ist dass einfach komplettes Verständnis ist. Was eine Schattenseite oder etwas nicht so Schönes ist, was man als Trainer auch machen muss bei den Matches, ist, es ist einfach so, dass international leider wirklich viel auch geschummelt wird. Also die Spielerinnen, wie man gesehen hat, die Spieler, die tragen zwar die Dunkelbrillen, die Augen sind noch zugeklebt, aber Spieler schaffen es immer wieder, irgendwie die Brille zu verschieben oder zu die Kleber von den Augen wegzutun. Und da muss man als Trainer einfach wirklich darauf achten, beim Gegnerteam, dass da nicht geschummelt wird, dass sich da jemand nicht irgendwie einen unfairen Vorteil verschafft. Was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist und jetzt nicht im Sinne des sportlichen Gedanken ist. Aber das ist auch ein Teil des Trainerdaseins, der gerade bei Bewerbsspielen, bei internationalen wirklich wesentlich ist. Ja, man schützt seine Spieler in jeder Form, in jeder möglichen Form. Auch hier der Fall. Ja, ja du, wunderbar. Und ich denke auch, eine Bewegung zu erklären, anders als sie vorzeigen zu können, ist natürlich auch eine sehr große Herausforderung, wie du es geschildert hast. Ja. Ja, lieber Joe, vielen Dank. Ich richte dir hier aus dem Facebook aus, die Michi Bruch sagt, hallo Joe, schön dich heute zu sehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann jetzt mal bald in Person oder face-to-face. Sehr informativ. Liebe Grüße auch aus Kärnten. Danke. Und jetzt ein bisschen eine freche Nachricht, nämlich von unserem Manfred Neumüller. Der ist Trainer im Sehbehindertenfußball, anders als zum blinden Fußball. Sehbehindertenfußball wird ja nicht mit Augenbinden gespielt, sondern die Spieler haben ja noch ein bestimmtes Sehrest. Ja, und jetzt kommt's. Der Manfred sagt, liebe Grüße an alle, sollst zum Friseur gehen. Also, ja. Aber das ist das hat er, glaube ich, an alle gerichtet. Aber gut, wir revanchieren uns dann eben, wenn wir ihn das nächste Mal sehen, weil, ja. Gut, danke Joe. Und wir kommen von einem Trainer zum nächsten. Leo, erstmals alles, wirklich alles Gute. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Leo hat heute seit 4 Stunden staatlich geprüfter Trainer.
Wir haben uns ja im Zuge deiner Aktivitäten oder unserer Aktivitäten der Käfig League, ich glaube, das war 2012, kennengelernt, Leo. Und seither warst du so ziemlich überall aktiv, wo es nur geht. Bitte erzähl uns mal über all deine Stationen im Behindertenfußball, Leo. Erstmal hallo an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, das stimmt. Ich war überall, wo halt man am notwendig war. Begonnen, also meine Reise im Behindertensport begann als Trainer bei der sehbehinderten Futsal-Team von ABSV Wien, wo der Charlie Meyer zuständig ist. Schöne Grüße, falls er zusieht. Parallel habe ich auch das Team der mentalbehinderten Fußball beim BAT trainiert. Ziemlich circa ein Jahr oder mehr, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Dann seit 2013 bin ich zu E-Rolli Fußball dazugekommen. Da gab es einen Workshop in Strebensdorf, wo du, Matthias, die Zuständige von der EPFA oder FIFA eingeladen hast, also Leute aus England, Frankreich, Schweiz. EPFA, FIFA, damit die das nicht vielleicht wissen, das ist der europäische bzw. der internationale E-Rolli-Fußballverband. Genau, das Pendant von UEFA oder FIFA im herkömmlichen Fußball. Und da gab es einen Workshop, die sind nach Österreich gekommen, um den Sportart zu zeigen. Da habe ich teilgenommen und seitdem bin ich da ziemlich viel tätig. Habe trainiert vom Kindertraining bis zu Nationalteam, bis zum Erwachsenentraining, alle Gruppen durchgenommen. Und weil ich jetzt beim E-Rolli Fußball und der Michi vorhin einiges erzählt hat, möchte ich gerne gleich einen Aufruf an alle Zuschauer und Zuschauerinnen auch aus allen anderen Bundesländern, oh, schon ein Foto von mir, an allen Zuschauer und Zuschauerinnen aus allen Bundesländern, bitte, falls ihr bekannt in euren Kreis habt, Freunde, Verwandte, die gerne diese Sport treiben wollen, bitte eine Info euch an uns melden und unter info@irolifußball.at euch melden und wir kommen in euren Bundesländer, wenn die Pandemie zulässt, und dort einen Workshop zu organisieren, weil unsere Anstrebung ist es, diese tolle Sportart in Österreich auszubreiten und uns auch noch mehr Turniere, Meisterschaften auf die Beine zu stellen. So, Entschuldigung, da habe ich ein bisschen ja, wunderbar. Du, Aufruf gerne. Also nochmal an alle, wenn ihr Menschen mit Behinderung kennt, und bitte ermutigt sie zum Sport betreiben, egal in welcher Form, natürlich im Idealfall für den Fußball. Da freuen wir uns natürlich. Und vielleicht auch an die Trainer da draußen. Du bist ja, Leo, du bist ja ein Musterbeispiel unserer Ausbildungsschiene. Kannst du uns ein bisschen was von dem Werdegang erzählen? Also wo fängt man an? Ich meine, wenn man da dazukommt, wie geht es einem da? Ich meine, es sind ja nicht viele, ich meine, ja, es gibt Fußballtrainer, die haben eine Ahnung von Fußball, aber bei uns gibt es sehr viele Einzelheiten und Spezifikationen, die man vielleicht nicht so kennt. Wie ist das denn so? Erzähl uns bitte was zu deiner Ausbildung, Leo. Weil ich habe noch eine Station vergessen, die ich auch noch betreue. Das ist die Special Violets von der Wiener Austria. Das ist die Behindertenmannschaft, die ich auch seit 2016 betreue. Zu deiner zweiten Frage, Ausbildungsschiene. Dank die Ausbildungsangeboten von Österreichischen Behindertensportverband dürfte ich einige Trainerausbildungen und Vorbildungen besuchen, die mir den Arbeit mit dem Spieler und Spielerinnen erleichtert hat und natürlich auch qualitativ verbessert hat.
In erster Linie möchte ich auch an alle Trainer, die vielleicht denken, boah, ich überlege im Behindertensport, vielleicht ist das nicht für mich. Nein, traut euch, weil ich denke, wenn ich beginne und ich mich etwas traue zu machen, dann funktioniert es. Von Anfang an etwas auszuschließen, glaube ich, ist der verkehrte Weg. Daher, ich war auch ein bisschen zögerlich am Anfang, wo der Matthias mich gefragt hat, aber ich probiere es und ich bereue es bis heute nicht, diesen Weg gegangen zu sein. Und um ein paar Ausbildungen zu nennen, die ich meinen Trainerlaufbahn beim Behindertensportverband besucht habe und absolvieren durften, war die Übungsleiter, Basismodul. Dann habe ich auch einige Übungsleiter im Fußball, der Matthias angeboten hat, sowie auch ÖBSV hat mich nach England, London geschickt, um den Euroleague-Fußball-Ausbildung zu absolvieren, um eben den Sportart qualitativ und gut in Österreich auch zu entwickeln. Dann habe ich auch den Instruktorausbildung, der in Kooperation mit ÖBSV und BSPR. Und da möchte ich auch einen großen Lob an die Organisatoren ausschicken. Und zwar, ich habe viele, viele Ausbildungen besucht, aber vor allem den Instruktorkurs fand ich die Balance zwischen Theorie und Praktik sehr, sehr, sehr gut und sehr ausgewogen, weil wir im Rahmen der Ausbildung dürften wir bei zwei Sportwochen teilnehmen, wo wir Vormittag beispielsweise Theorie hatten und Nachmittag direkt mit dem Spieler und Spielerin am Platz trainieren dürften, das Gelernte umzusetzen. Das war im Rahmen der Blindensportwoche in Nobodrad und Sportwoche in Skileiten. Und da ich bereue es nicht, das gemacht zu haben und vielen, vielen Dank für diese Angebote. Ja, wunderbar. Und heute der krönende derzeitige Abschluss eben mit dem bestandenen Trainerkurs. Ja, Leo, super. Ich fasse nochmal zusammen. Übungsleiter, Basismodul, Sportmodule, internationale Fortbildungen, Instruktorkurs mit der Bundessportakademie und dann nach oben halt die ganzen Spezialtrainer bzw. die Trainerkurse der BSPA. Leo, was sind denn die Unterschiede vom normalen Fußballtraining zum Training im Behindertenfußball? Erstmal möchte ich sagen, dass wir im Behindertensport Fußball nicht nur erfinden, sondern Fußball wird gespielt, wie ihr auch kennt. Und wir trainieren auch annähernd wie einen, unter Anführungszeichen, normalen Fußball. Natürlich muss man da auch auf die Trainingsmethoden, Trainingsintensität, die Umfänge achten, und da spreche ich vor allem von der Übungsauswahl, weil die Leistungsgefälle innerhalb einer Gruppe ziemlich auseinander ist. Das heißt, du hast Spieler, die körperlich, geistig, technisch, taktik sowie koordinativ nicht auf die gleiche Level sind. Und da sollte man als Trainer achten, jeden Spieler zu fordern und zu fördern, und das heißt es, jemanden nicht mit den Übungen zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern, sondern die goldene Mitte irgendwo finden und damit wirklich jeder mitkommt und nicht nach Hause frustriert geht und sagt, ich kann nichts. Nein, es gibt nicht, ich kann nichts, sondern jeder kann was, und da sollte man den Spieler in ihren Rahmen entwickeln und auch für individuelle Bedürfnisse eingehen. Da gehe ich noch zu Trainingsmethoden, wie der Joe auch schon bereits erwähnt hat, die exakte verbale Beschreibung, wenn man zum Beispiel mit Sehbehinderten arbeitet. Wenn man mit Gehörlosen arbeitet, dann muss man vorzeigen, langsam vielleicht ein zweites Mal auch nochmal vorzeigen, direkte Bewegungsausführung, taktil, kinästische Vermittlung, akzentuiert und akustische Begleitung bei dem Sehbehinderten zum Beispiel.
Das heißt es zusammengefasst, die Sprache des Trainers muss klar und deutlich sein. Und da muss ich ehrlich sagen, auch mir ein bisschen manchmal am Anfang war ich einer, der schnell geredet hat und habe gedacht, die Leute haben es sehr verstanden, aber danach habe ich gedacht, da musst du noch dich verbessern und das ging es mit der Zeit. Dann haben wir noch die Infrastruktur. Ich, der Michi, ich bin auch im Miroli-Fußball tätig und das sollte man auch beim Wahl der Halle achten. Das ist barrierefrei, das ist auch barrierefreie WC da vorhanden sind. Das sind Sachen, die man unbedingt beachten muss. Dann die Lichtverhältnis anpassen in der Halle, falls du so sehr Behinderte hast, genaue Markierungen. Das sind so Sachen, die auf jeden Fall im Behindertensport zu achten sind, je nachdem, welche Behindertengruppe man trainiert. Wunderbar, Leo. Danke. Letzte Frage. Du, warum sollte ich Trainer im Behindertenfußball sein? Erstmal, warum bist du es? Erstmal danke an dir, dass du mich damals angesprochen hast. Ich bin sehr, sehr gerne dabei und die Arbeit mit den Spielern und Spielerinnen macht unglaublich viel Spaß, vor allem das, was man von den Spielern zurückbekommt. Wenn man sieht, dass man die Leute kommen, dich umarmen und sich für wenig dankbar sind, dann hat man eine schöne Abend. Also wenn man als Trainer den Leuten für die 2 Stunden eine schöne Trainings gestalten kann, dann hat man sehr, sehr viel erreicht. Aber auch der erweiterte, also du siehst es, die ganze Sachen auch von einem anderen Winkel. Situationen, die du vorher vielleicht schwer empfunden hast oder unrealisierbar empfunden hast, sehe ich jetzt anders. Für mich gibt es nicht mehr, es ist nicht schaffbar, sondern ich denke, die Spieler, die wir haben, mit ihren Ressourcen, was die daraus machen, gut ab und denke, das macht es auf jeden Fall aus und ich empfehle auf jeden Fall an alle Neulingen, die vorhaben, im Behindertensport zu arbeiten, das wirklich mal auszuprobieren und ich verspreche euch, 80% von ihnen werden auch dabei bleiben, weil das, was von der Spieler zurückkommt, ist es unzahlbar. Wunderbar, Leo, vielen Dank. Ein Spieler von dir, der Bernd Schwarz, schreibt da auf Facebook: Gratuliere, Leo, grüße an alle, grüße an die ganze Runde. Friseur braucht man keinen, das macht man selbst. Und heute wieder ein interessantes Thema, danke. Also liebe Grüße an den Bernd. Ja, wenn man so eine Frisur hat oder wenn nur so eine Frisur wie jetzt ich im Fall möglich ist, dann ja, ist der Friseur wirklich etwas vernachlässigbar. In meinem Fall, Leo, vielleicht einmal Zeit. Ja. So, liebe Runde, wir kommen jetzt zum Reinhold. Reinhold und den SV Lavamünd. Reini, wer oder was seid ihr, sage ich jetzt einmal so ganz frech, wie kommst denn du in diese Runde dazu? Ja, hat sich eigentlich zufällig ergeben. Wir sind ja eine kleine Marktgemeinde im südöstlichsten Zipfel von Kärnten und das ist ja ziemlich weit weg von Wien oder von den großen Städten. Aber der Magister Wolfgang Hartweger ist ja der Trainer von der CB-Mannschaft und er ist ja Lavamünder und im Zuge eines Heimatbesuchs von ihm haben wir eben gesprochen, was er gerade macht und da hat er mir eben erzählt, dass er der Trainer von der CB-Mannschaft ist und muss auch ehrlicherweise gestehen, ich habe nichts vom Behindertensport gewusst oder was in diesem Bereich alles gibt und wie viele engagierte Leute das es da auch gibt. Und da haben wir eben darüber gesprochen und er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir in Lavamünd ein Turnier veranstalten. Und ja, wir haben ein bisschen philosophiert darüber und dann haben wir, bist auch du ins Spiel gekommen und es hat ein Jahr gedauert und das erste Turnier ist in Lavamünd, hat in Lavamünd stattgefunden und ich denke, es war wirklich
eine tolle Veranstaltung und ja, war total lässig. Vielleicht, wie er mir das erzählt hat, der Wolfgang hat, wir haben ja 2013 ein Turnier in Wien gemacht, ein schönes internationales Turnier. Da hatten wir teilnehmende Mannschaften aus Deutschland, aus den Niederlanden und sogar aus Singapur. Aber in Wien ist es natürlich untergegangen, wir hatten kaum Zuschauer. Und der Wolfi hat erzählt, naja, wir bringen das Ganze nach Lavamünd, da kommen die 1000 Menschen, da kommen die Scharen ins Stadion. Und gesagt, getan, oder? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu euren Turnieren erzählen, René. Naja, es hat ja damit begonnen, dass es in der Schule einen Wettbewerb für die Gestaltung des Logos fürs erste Turnier gegeben hat. Das war sozusagen der Startschuss, dass auch die Bevölkerung schon mit eingebunden ist worden und irgendwie auch schon sensibilisiert wurde auf das Turnier, was eben stattfinden soll. Für die Eröffnung hat dann die Marktkapelle gespielt, der Chor hat gesungen und der Volksschulchor war mit dabei und es war eine Aufbruchstimmung irgendwie im Ort und das von Politiker bis Firmenchefs, alle waren dabei und es hat allen total gefallen. Während du erzählst, zeige ich da ein Foto von der Eröffnung. Da sind einige hundert Menschen da zu sehen und dazwischen irgendwo auch noch drei Fußballmannschaften, nämlich Ukraine, Schottland und Österreich da versteckt. Aber das war ja doch eine große Veranstaltung im Norden vielleicht. Was haben denn diese, das war ja nicht nur einmal, sondern es waren ja mehrere. Und was haben denn diese Veranstaltungen im Verein bewirkt? Naja, mittlerweile, wie gesagt, waren es einige Turniere und es waren ja wirklich sehr, sehr gute Mannschaften in Lavamünd. Wenn ich nur daran denke, wie die Ukraine in Lavamünd war und auch schon ein Trainingslager in Lavamünd gemacht hat, wenn man sieht, wie gut diese Fußballspielen, also wie gut die Fußballspieler ausgebildet sind, das ist unglaublich, das muss man einfach gesehen haben, was die in der Lage sind zu leisten. Und wie gesagt, mittlerweile waren die Ukraine, Deutschland, Schottland, Irland, die Katalanen, Italien, Bayern, das Special Needs Team natürlich von Rapid war auch schon dabei. Und es war eigentlich immer eine Völkerwanderung und die ganzen Lavamünder waren am Sportplatz. Es haben sich viele Freundschaften gebildet und es war immer eine Riesengaude und tolle Veranstaltungen, die man in Lavamünd machen haben können. Ja, und du, heuer Jubiläumsjahr, was habt ihr da geplant, was wird noch möglich sein? Naja, was wird möglich sein, wird natürlich davon abhängen, wie sich die ganze Situation mit Corona entwickelt. Aber wir haben eben unser 75-Jahr-Jubiläum. Wir würden gerne ein Turnier veranstalten wieder mit Behindertenfußball. Aber wie gesagt, müssen wir dann eventuell kurzfristig irgendwie organisieren. Wollen wir auf jeden Fall, können wir leider noch nicht genau sagen, ob es dann auch möglich sein wird. Und natürlich ein großes Projekt steht bevor. Wir wollen einen Kabinenzubau machen, damit auch die Anlage auf den neuesten Stand gebracht wird. Und ja, leider die Situation ist momentan ein bisschen blöd. Das zu organisieren. Aber ja, ich bin zuversichtlich, dass wir trotzdem etwas Tolles zusammenbringen werden und hoffe, dass wir auch einige Mannschaften wieder in Lavamünd begrüßen können. Es hat sich im Verein, hat sich ja doch sehr viel getan in den letzten Jahren, also im Zuge des Behindertensports. Magst du uns dazu vielleicht noch was erzählen? Vielleicht ja, Stichwort Dominik und Stichwort... Ja. Ja, der Dominik hat ja, also es spielt in der, ist dann zur CB-Mannschaft dazugestoßen und
und hat sich im Team auch toll etabliert, hat dann in Lavamünd auch eine Lehre gemacht, ist mittlerweile fix bei der Gemeinde angestellt, ist im Verein voll integriert, spielt, also trainiert mit unserer Mannschaft mit und spielt auch in der Meisterschaft im Challenge-Team, ist total integriert im Verein und es macht ihm total Spaß und wir sind auch stolz, dass er bei uns in der Mannschaft spielt und auch vor allem in der Meisterschaft mitspielt. Ich denke, dass es schon wichtig ist und einen irrsinnigen Mehrwert für den Verein hat, wenn man solche Spieler auch hat, damit man einfach auch sieht, was Spieler in der Lage sind zu leisten, obwohl sie mit gewissen Handicappen zu leben haben. Ja, wunderbar. So bunt ist der Fußball. Das heißt, er ist einfach durch diese Turniere einfach zu euch gestoßen, obwohl er eh schon jahrelang im Verein, also ein gebürtiger Lavamünde-Ettendorfer ist. Ja, genau. Sehr schön. Ja, naja, René, vielleicht gibt es uns abschließend noch eine Botschaft an andere Vereine, die sich eventuell noch überlegen, irgendwas im Behindertenfußball zu machen. Naja, wie gesagt, kann auch nur mich beim Leo anschließen. Es macht irrsinnige Freude, mit den Spielern zu trainieren, weil sie einfach sehr, sehr viel Freude und Zufriedenheit haben, mit vollem Engagement dabei sind und dir vor allem viel zurückgeben und trotzdem total ehrgeizig sind und mit vollem Einsatz auch für ihre Sache kämpfen. Ja, wunderbar. Ja, dazu vielleicht passend mit Freude und Ehrgeiz an dem Ganzen. Schöne Grüße von Mergi Messi, der schreibt, das ist cool, da auf Facebook. Liebe Runde, ich bedanke mich recht herzlich bei euch und für eure Kommentare und für eure Expertise. Es war mir eine große Freude, mich mit euch heute auszutauschen. Das war's für heute. Ich danke auch allen Zusehern und Zuseherinnen, die sich heute eingeschaltet haben. Weise gleich auf die Sendung nächste Woche hin, weil wir werden nächsten Mittwoch wieder über Fußball reden oder werden wir ein bisschen außerhalb des ÖBSVs gehen und einmal schauen, was machen die Special Needs Team, was macht vielleicht Special Olympics. Wir werden uns auch mit Spielerpass ein bisschen unterhalten. Und ja, ich danke euch sehr, dass ihr heute teilgenommen habt. Ich wünsche euch allen viel Erfolg und hoffentlich, dass alles bald wieder zur Normalität zurückfindet und dass ihr wieder zurück auf dem grünen Rasen oder auf dem Parkett oder wo auch immer ihr Fußball spielt, und dass ihr da unsere Lieblingsbeschäftigung nachgehen könnt, und zwar dem Fußball. Danke euch fürs Zuschauen, einen schönen Abend und alles Gute. Ciao, danke. Ciao, ciao, und wir hoffen, wir sehen uns am Platz bald. Sehr gut. So, Jungs.